Willkommen zurück, liebe Leute, zu James Bond Bloodstone. Wir machen jetzt mal weiter. Und der Typ trägt ja fast das gleiche wie ich hier. Was soll denn das? Alles klar, der weiß Bescheid. Okay, wie gesagt, beim letzten Mal sind wir hier in Istanbul stehen geblieben. Und gehen jetzt mal zu unserem Ziel. Halt! Keinen Schritt weiter! Dr. Bond. Britisches Museum. Architekturerbestiftung. Ich soll die Instandhaltung überprüfen. Nein. Rufen Sie das türkische Kulturministerium an. Mir egal. Aber da geht niemand runter. Nicht ohne Schutzhelm. Natürlich. Sicherheit geht vor. An dieser Baustelle haben wir das Signal von Tedworth verloren. Wir müssen herausfinden, ob er noch für uns oder für unsere Feinde arbeitet. Suchen Sie mit Ihrem Telefon nach Beweisen. Okay. Die Frage ist ja jetzt, sehen die mich jetzt? Bin ich jetzt undercover hier unterwegs oder? Ich weiß es nicht. Schauen wir jetzt einfach mal. Okay. Die sagen nichts dazu. Wir haben die Festplatte des Computers geklont. Ich gebe sie zur Analyse. Suchen Sie weiter. Das ist auch noch ein Beweis. Den holen wir uns nochmal schnell. Der Vorarbeiter ist bereit, Sie zu treffen. Bitte warten Sie im Container. Kommen Sie. Okay. Folgen wir dem mal. Mir ist sowieso so mal aufgefallen, Istanbul ist schon so eine Stadt, wo gerne anscheinend Filme gedreht werden, wa? Was war denn das? War das Quantum Trost? War das Quantum Trost, der auch in Istanbul gespielt hat? Genauso wie Taken 2, also 69 Hours 2, war auch in Istanbul, soweit ich weiß. Jackie Chan hat auch mal einen Film in Istanbul gespielt, hat er auch mal in Istanbul einen Film gehabt. Und Dr. Bond. Immer irgendwie waren die gleichen Dächer zu sehen. Immer die gleichen Dächer. Vor so einem riesigen Platz oder so. Oder? Also jeder, der den Film gesehen hat, einen davon, der weiß, was ich meine. Obwohl, ich glaube, bei Jackie Chan war diese Dächer nicht zu sehen, aber bei den anderen beiden Filmen. Ja, sehr schöne Stadt auf jeden Fall. Ich war leider noch nie da. What? Das war eine Falle. Schnauze, ja. Pass auf, James! Alter, fast da runtergeknallt. Okay, wir haben eine MP7. Ist sie schallgedämpft? Ist sie. Da ist etwas! Nein, da ist nichts. Da ist nix! Südliche Team, jeweilige Gebiete untersuchen. Ich will wissen, wenn da was verdächtig ist. So. Gar kein Problem hier. Ruhig bleiben, ruhig. Möglicher Code Rot. Ja! Bam, ey. Geil.
Gar keine Chance, ja. Fuck, hat er noch Alarm geschlagen oder? Ne, die haben das nicht mitbekommen. Gut. Ey, du kannst ja einfach nur durchgehen und die Leute kaputt schlagen. Und dann den Fokus einsetzen. Alter, das ist viel zu easy. Okay, mit dem Smartphone. Verstanden. Bin unterwegs in die Katakomben. Was? Der hat doch gar nichts gesagt. James. So, das ist ganz geil. Ja. Dass wir mit dem Smartphone sogar schon die Wege sehen, die sie gehen. Boah. Immer den Schlag auf den Killkopf, ey. Boah. Das tut übel weh, bestimmt. So, weiter geht's. Eine Falle schon wieder hier? Was ist hier los? Nein. Wir haben die Umgebung der Katakomben gesichert. Der letzte Zugangstunnel ist blockiert. Da ist etwas. So, geht doch. Eiskalt die Leute hier einfach platt machen. Ist gar keine Herausforderung irgendwie gerade. Aber, naja. Ist ja im Prinzip. Ja, okay, das zweite Level ist. Ja, so einen offenen Schusswechsel soll ich mir trotzdem nicht liefern. Das kann mal schnell nach hinten losgehen. Jetzt haben sie bestimmt Alarm geschlagen. Ja. Oder? Ja. Shit, man kann da nicht durchballern. Schnell in die Deckung! Der ist ja immer noch nicht tot! Stirbst du mal jetzt, Kollege? Na, wo ist er? Oh. Komm nochmal her. Das würde ich gerne machen. Schon die Gasbehälter da explodieren lassen. Geht das noch? Yes, es geht tatsächlich. Okay, ist die Frage, jetzt muss ich hier überhaupt lang? Ne, warte mal. Wo muss ich lang? Ah, hier. Hinter mir ist der Weg. So. Dann stellen wir nochmal die Weichen um. Boah, ich hätte gern mal ein paar Granaten, ey. Echt zu dumm irgendwie. Wow, geil, Mann, ich habe einen Erfolg bekommen. Woo. Ich bin der Beste einfach. Einfach der Allerbeste, oder? Was meinst du dazu? Oh. Er ist auch der Meinung. Legt sich direkt nieder vor meinem Skill. Nein, Spaß. Das ist echt irgendwie gerade ein bisschen
Ist hier unten noch was? Wo müssen wir hin? Zurück. Ah, zurück, wo wir hergekommen sind. Huh! Zack, zack, Mann! Gar nicht gesehen, den Kollegen hier. Was haben wir denn da? Alles klar, nehmen wir mal die MP5 mit. Warum geht es nicht? Ist hier noch jemand? Okay. Ja, das ist schon ziemlich heftig mit dem Handy, dass du alles siehst. Krass. Das Handy kann mehr als, keine Ahnung, als Sam Fischers Ausrüstung komplett. Fast. Mann. Nein, das natürlich nicht. Sam Fischer hat auch schon einige geile Gadgets dabei. Er kann ja auch durch die Wände gucken im letzten Teil. Okay, hier geht's wohl hoch. Tanner, ich bin in den Katakomben. Können Sie mich in das Signal von Tedworth einklinken? Wir haben es. Die Position von Tedworth erscheint auf Ihrem Telefon. Es sollte Sie zu ihm führen. Super. Ach, ist das so ein Riesenbohrer hier? Laut Oceans... Welcher Film war das? Ocean 13, glaube ich. 13? Gibt es nur zwei dieser Bohrer auf der ganzen Welt. Wenn das stimmt. Und einer ist hier, oder wie? Alles klar. Okay, einmal schön den Weg rumlaufen. Oh, fuck! Weg! Komm schon, James! Jetzt fast so drauf wie Ezio. Los, beweg dich! Lass dich fallen, lass dich fallen. Ach du Scheiße, Mann! Wow, das war übel knapp jetzt. Welcher mieser Pisser hat da auf uns gewartet, ey? Ich bin in der Außenkammer. Noch hält. Gut, aber ansonsten ist hier alles tot. Irgendeine Spur von der Leiche? Ich sehe nichts. Aber von dem kann auch nicht viel übrig. Ruhe. Na, warte mal, sind das die Daten, die man hier einsammeln kann? Das ist ja gut. Dein Kollege wird dir später vielleicht antworten.